Angelfreund René hat Biss. Da komme ich gleich mal mit der Kamera rum. Wir mal langsam anfangen jetzt hier. Wir sind ja schon eine halbe Stunde hier. Du quatschst und quatschst. Dann ja alles ein dünnes Helmut. Wieso? Ich habe da aufgebaut. Ach so, na ja, gut. Moin. Moin. Wir sind heute schon im Mai. Wie gestern versprochen, das nächste Angelvideo dann schon im Mai. Nee, in der Gieseler Mai, sondern im Monat Mai. Ja, deiner Kralauer. Okay. Für alle, die Gieseler Mai kennen, ist das bestimmt auch lustig. Um das mal öfter zu lernen, Gisela May war eine ostdeutsche Chansonsängerin. Ah, ist okay. Schon tot. Ja, ist schon tot. Okay. Egal. Wir sind heute an einem kleinen Teich. Ja, was heißt kleinen Teich? Großen Teich, kleinen See. Und versuchen heute unser Glück. Das Wetter ist eigentlich ganz gut, wunderbar, ein bisschen windig, geht aber noch. Und Sonne scheint, es wird warm. Ich denke, dass wir so 16, 17, 18 Grad kriegen. Und wir versuchen einfach mal ein bisschen was rauszuzaubern. Und der Kollege hier, der hat schon viele, viele Fragen und wurden auch viele, viele Fragen schon beantwortet. Das ist der René. Hallo René. Moin. Und ja, werden wir mal gucken, ob hier was geht. Und wenn nichts geht, machen wir vielleicht sogar noch mal einen Gewässerwechsel, vielleicht dann später, eventuell. Aber mal sehen, ich hatte schon den ersten Zuppler auf der Fiederroute. Mal gucken, ich werde dann auch einen auf Hecht raussetzen. Irgendwann mal, Helmut, du hast schon einen auf Hecht. Ich sehe. Ja. Wie gesagt, Wetter ist top. Stimmung ist gut. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich bin müde. Na, du bist immer müde, weil du ewig saufen musstest. Ja? Okay, geht los. Tilo in seinem Element die ganze Zeit mit dem René. Da werden Tipps gegeben, Methoden beigebracht. Und ja, das ist sein Ding, sein Wissen weitergeben. Ich sitze dabei hier rum, habe die Hechtrute jetzt ein bisschen umgelegt, ein bisschen näher, also unter dem Baum, so ein bisschen am Rand lang. Ansonsten versuche ich es hier auf Method Feeder, vielleicht eine Schleie oder ein Karpfen einsteigt. Naja, ein bisschen müde bin ich. Ich werde gleich ein Nickerchen machen. Weil Tilo kommt auch ganz gut ohne mich klar. Ja, so. Was hast du? Hier der berühmten Schindlerblein. Schindlerblein? Oder Schindelblein, Schindel da ist es ja. Schindler war jemand anders. Naja, wenigstens endlich mal nach 2 Stunden, hä? Entschneidert zumindest erstmal. Entschneidert. Bleier, 20 cm, 25 vielleicht. Und tschüss. Adios. Tilo? Ja? Guck mal, was ich hier gerade aus dem Baum gefischt habe. Nimm das mal kurz oben in der Hand. Ja. Und sag mir mal, ob das hier zulässig ist. Prinzipiell ja. Also. Ich sehe hier. Aber mit 2 Haken ist natürlich nicht. 3 Haken drei sind nicht zulässig. Ah, okay. Also, das ist ganz putzig. Habe ich so noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt wenige, was ich noch nie gesehen habe. Ja. Also, das ist hier definitiv was Illegales. Ja. Na?
Also hier wird gefüttert. Mit der Futterspirale? Kann natürlich sein, dass das hier ein Köderfisch dran hing, weil das ist definitiv eine Hechtböse. Ah, okay. Ja. Aber warum dann mit Futterkorb? Ja, dass da, du kannst da indirekt kannst du ja Hechte auch anfüttern, indem du eben kleine Fische anfütterst. Ja. Und dann dem kleinen Fisch folgt natürlich der Raubfisch. Hm. So kann ich mir vorstellen, dass das gedacht ist. Aber hier ist eine geflochtene Schnur dran. Hier sind drei Einzelhaken. Also ist doch schon ein bisschen seltsam, ein bisschen putzig. Ja. Die Pose ist, was steht denn hier drauf? For a professional fisherman. Aha. Also die ist entweder schon hornalt oder aus längst vergangenen Zeiten. Also ich würde mal so behaupten, bei 70 Jahren oder sowas. Okay. Ja, weil sowas wird eigentlich nicht mehr hergestellt. Das ist hier Haushaltsplaster. Ja. Das ist unfassbar. Habe ich so noch nie gesehen. Und diesen Geigen hier habe ich auch so noch nie gesehen. Ja. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen. Ich zeige es nochmal. In voller Schönheit. So. Ja. Kann jemand was dazu sagen, der sowas vielleicht kennt? Ich kenne es nicht. Ja. 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 Schön. Helmut hat es aus dem Boom gerettet. Genau. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ja. Sind die Ringe hier magnetisch? Die Stege sind magnetisch. Das ist gut. Hast du deinen Magneten mit? Hab ich nicht mit. Ach, verdammt. Ja. Jetzt ist bestimmt der Ring abgegangen? Nee, die ganze Spitze vorne. Ja, siehst du. Aufwand und Nutzen, Helmut. Bin ja, passiert. So. Ich dachte, der schwimmt, aber der schwimmt nicht. Der ist im Wasser. Oh Gott. Angelfreund René hat Biss, da komme ich gleich mal mit der Kamera rum. Der hängt aber knapp. Das ist ein Baby. Petri, René? Ein Hechtel. Kriegen wir ja doch noch mal einen zu Gesicht. Soll ich hier was halten? Nein, nein, geht schon. Geht schon. Ich filme, wenn du schon mit auf dem Film. Ja. Alles gut. Alles gut. Schnell weg. Rein damit. Schnell wachsen. Naja, schön. Ja, gut. Schön. Geht los. So, der Thilo macht jetzt einen Teich sauber. Holt hier einen Stock nach dem anderen raus. Oh, schmeißt ihn wieder rein. Hey, wir versuchen hier deine beschissene Rutenspitze wieder reinzuholen, die du hier versiebt hast. Gut gemeint und schlecht gemacht, oder wie heißt das? Gut gedacht, ja, und schlecht gemacht. Gemeint und schlecht gemacht, das ist alles schlecht. Ja, das wird schon. Irgendwann lassen sie den Teich ab, dann kriegst du wieder. Ja, das war Thilo macht heute einen auf Brassenkönig. Ja. Alle hart erkämpft, die Fische. Alle hart erkämpft. Ganz vorsichtig mit Beißen. Ja. Naja, was so ist. Ja. Wir hoffen auf den Abend. Ja, was hast du denn da? Wieder ein Blei? Ja, aber guck mal, wieder gehabt. Du weißt ja alles. Was weißt du denn da? Siehst du das nicht? Ja, aber was wissen da? Dass die im Prinzip bloß am Köder rings rumschwimmen und machen und dahin und tun, aber nicht wirklich richtig fressen. Aha. Kleine Küster. An der Brustflosse gehakt. Ja. Ja, ganz putzig. Naja, gut. So. Läuft heute nicht her? Ja, bei mir schon. Also? Einigermaßen, zumindest entschneidert. Ja. Naja, gut, okay. So, Tilo, um 6 wurde uns Fisch versprochen, es ist 10 nach 6. Ja.
kannst du mir die versprechen, ne? Ja. Also, es ist eigentlich enttäuschend heute gelaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir viel, viel mehr versprochen. Zumindest jetzt nicht mal Raubfischrecht oder sowas, sondern auch mal ein Karpfen oder einen Schleier oder sowas. Haben wir hier eigentlich die letzten Jahre immer ganz gut gefangen. Auch größere Bleien. Insgesamt ein ganz beschissenes, ganz komisches Beißen irgendwie. Ganz feines, ganz zartes Genibbel. Alles. Ich habe wirklich nur die Bisserkennung vorne an der Schnur gehabt. Und wenn die Schnur ein bisschen gewackelt hat, mal ein bisschen gezogen hat, dann konntest du schon einen Anhieb geben. Und da hing so eine kleine Prasse dran. Ein Büster vielleicht sogar. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe gar nicht geguckt. Das war so richtig. Jedenfalls ist es eigentlich enttäuschend heute gewesen. Wir brechen jetzt auch ab. Die Geschichte, mein Futter ist eh bald alle. Ich habe ja heute ganz schön Futter reingehauen. Ohne Futter geht gar nicht. Ich habe jetzt mal probiert, den Futterkorb leer zu lassen und bloß einen Hakenköder dran zu machen. Da passiert gar nichts. Also es geht nur über Futter irgendwie ein bisschen. Aber so dürftig. Es ist dürftig. Man sieht auch keine Aktivität irgendwie an der Oberfläche, dass man einen Karpfen rollt oder sowas. Maximal mal ein ganz kleiner Weißfisch oder sowas. Aber das ist, hat auch schon Seltenheitswert. Obwohl sehr, sehr viele Insekten schon unterwegs sind durch den heutigen warmen Tag und natürlich auch auf der Oberfläche. Nichts, gar nichts. Das ist sehr, sehr seltsam. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Gewässer heute, weil es eigentlich schon viel, viel mehr gebracht hat früher. Ja. Voriges Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, wir waren eigentlich immer regelmäßig mal hier und haben eigentlich immer ganz gut gefangen. Ja, ist halt so, das ist Angeln. Ja. Und beim nächsten Mal wird es vielleicht wieder besser. Wir hoffen, dass jetzt auch mal, dass das Wetter ein bisschen stabil ist. Wir haben ja nun schon wieder auch niedrige Temperaturen angesagt. Mal gucken, es muss ja mal auch mal 2-3 Wochen mal hintereinander so ein bisschen wenigstens mal 20 Grad sein. Sollte im Mai so mal sein, aber schwierig im Moment. Ne? Also muss da die Gefühle wechseln quasi. Und die Fischen, den Fischen geht es natürlich nicht anders. Die wissen nicht so richtig, was los ist. Also haben wir ja gestern gesehen. Die Plötzen, die waren noch nicht fertig mit den Leichen. Komisch. Alles ein bisschen komisch, alles ein bisschen spät, alles ein bisschen durcheinander. Wie gesagt, beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Bis dahin, tschüss und winke, winke. Genau, tschüss.